Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Outlast ohne Kamera, denn die habe ich beim letzten Mal verloren und stehe jetzt gerade hier oben in der Dunkelheit, sehe überhaupt nichts und ich glaube, wir müssen da unten runter. Ich frage mich nur, ob wir jemals wieder an unsere Kamera kommen werden, denn die ist komplett nach unten gefallen, oder? Die Tür hat das letzte Mal jemand geöffnet, aber der hat die ja nicht mitgenommen. Ich glaube, die ist tatsächlich ganz nach unten gefallen. Na gut. Ich weiß noch am Anfang, wie viel Angst ich vor dieser Kamerasicht hatte. Und jetzt habe ich Angst ohne die Kamera. Okay. Kann ich hier rüber? Ja, kann ich. Sehr gut. Ja, zum Glück. Oh, mein Schatten. Seht mal, sieht das nicht? Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, sieht das nicht im Schatten so aus, als hätte er die Kamera noch? Aber ich glaube, das ist sein Kragen von der Jacke. Ja, zum Glück blitzt es. So hat man wenigstens noch ein bisschen Licht. Ach du Jemine, das kann lustig werden. Ist das eine Batterie? Oh oh. Oh oh, was ist das? Ich gehe mal vorsichtig hier rum und hole mir die Batterie. Ich hoffe, ich kann die jetzt auch mitnehmen. Jo, geht sogar auch ohne Kamera. Das ist gut. Das heißt, wir bekommen sie aber auf jeden Fall wieder, sonst wäre es ja reichlich sinnlos. Zum Glück sind die Räume jetzt hier aber einigermaßen gut beleuchtet. Hallo, ist hier niemand? Das wundert mich ja schon fast. Okay, sieht ziemlich kaputt aus. Ich kann hier mal öffnen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo was. Ich gehe ja stark davon aus, dass mich irgendwann etwas aus so einer Toilette anspringen wird. Muss ich da runter? Muss ich da runter? Na gut, hier geht's nicht weiter. Eieiei. Oh, leise, leise. Wir wissen nicht, wer hier sonst noch so ist. Leise, leise. Sehr gut. Ob vielleicht unsere Penisbrüder wieder hier sind. Bis jetzt auch echt noch keine Frauen, ne? Ich habe das ja mal in einer Folge gesagt, dass ich gar nicht weiß. Oh Gott. Ob es hier überhaupt auch Frauen gibt. Naja, wenigstens ist es hier ein bisschen beleuchtet. Der ist nach links gerannt. Heißt also, ich werde nicht nach links gehen. Wahrscheinlich werde ich aber genau. Oh, wahrscheinlich werde ich aber genau dahin müssen. Ja, toll. Ja, hier geht's nicht weiter. Oh, Menno. Bist du ja jetzt. Mist! Bist du ja jetzt hinter mir her? Oder wollte der mich einfach nur so erschrecken? Oh Gott. Tut er mir nichts? Was ist das hier? Eine Flasche. Oh nein, hallo. Hallo. Ich bin gerade ein bisschen verstört, weil es hier so dunkel ist. Oh, ja, danke für den Blitz. Da geht es durch. Oh Leute, ich will meine Kamera wieder haben, wirklich. Und wenn der irre Typ hier jetzt rumrennt, was ist da? Es ist stockdunkel. Oh, shit, ich soll ja doch jetzt nicht wirklich. Oh Gott. Ist das meine Kamera? Ist das. Komm ich da. Oh Gott. Es ist stockfinster, ne? Finde einen Weg in den zweiten Stock. Ja, sehr gerne. Wow! Oh, rüber, rüber, rüber. Oh, das sind drei. Was? Ein Weg in den. Was? Ein Weg in den zweiten Stock? Oh, was ist das denn? Was ist. Oh Gott. Mach mal die. Nee, das ist eine Doppeltür. Wie ein Weg in den zweiten Stock. Ich dachte, ich bin im. Wie in den. Kapier ich. Oh Gott, die wird nicht auf sein, nein. Kapier ich gerade nicht so wirklich. Zweiter Stock. Muss ich wieder nach oben? Oh, shit, die sind schnell. Bin ich nicht hier? Bin ich nicht hier hingekommen irgendwie? Hoch, hoch, hoch. Miles.
Moment. Die Kamera, oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst, diesen komischen Bildfehler, also Kameradingsfehler hier durch. Oh Gott, ey. Dass das Glas gesprungen ist, das meine ich. Mein Gott, oh Gott, wo? Wo? Ich höre die klopfen, aber ich weiß nicht wo. Jetzt einfach mal ganz blöde wieder zurück, ne? Hier, nee. Ach nee, hier komme ich ja nicht. Scheiße. Komme ich da hoch? Scheiße. Kommst du hoch, Miles? Hoch, hoch, hoch. Hoch. Oh. Und jetzt einfach wieder da hinten hin? Das ist wahrscheinlich nicht richtig, ne? Oh, kann man diese Musik aufhören? Das macht mich wahnsinnig. Nee, ich komme ja da nicht rüber, oder? Das eine Stück ist doch abgebrochen. Komm ich da? Oh, er kommt hoch. Okay. Spring mal bitte hier rein, Miles. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Kann bitte diese hektische Musik aufhören? Ich meine, es ist doch gerade gar keiner mehr da, oder? Muss ich da rüberspringen? Ist da eine Batterie? Nee. 6 habe ich. Warum diese Musik? Geht's auch nicht durch? Da geht's durch. Speichert schon. Speichert schon wieder. Wo genau ist das jetzt? Muss ich da runter? Ich muss da runter. Wie heftig das jetzt wird, ne? So mit, ich weiß nicht, das geht so ein bisschen, kann ich da drauf rumlaufen? Das geht so ein bisschen auf die... Ich dachte, ich kann da laufen, da waren Balken. Da waren Balken. Boah, das geht jetzt so ein bisschen auf die Psyche, ne? Muss man ja mal sagen, mit der Musik im Hintergrund. Aber gut, es wurde gerade gespeichert. Ach, jetzt ist die Musik auch aus. Ach, oder ich muss, pass mal auf, ich muss ganz am Rand hier entlang, oder? Da drauf. Okay. Kann ich mich hier einfach runterfallen lassen? Also ich meine, da hinten... Ist ja sonst nichts mehr, oder? Kann ich mich hier einfach... Oh, hallo. Du hast mich gesehen. Tut er mir was? Hi. Hey, warum stehst du da so? Er tut mir nichts. Only one way out. Only one way. Okay. Alles gut, ja? Ich mach mal zu. Ich mach zu. Hey, Leute. How do you know you're not a patient? Was? Oh Mann, ey. Das wird immer... Was ist jetzt los? Oh, das wird immer ätzender, wirklich. Mhm, kein Ausweg. Und durchquetschen, das ist nie gut. Beim Durchquetschen habe ich immer Angst, dass der Dicke kommt. Speichern. Nee. Das ist er doch. Ich sag es gerade noch, ne? Mach mal bitte zu. Ich sag es gerade noch. Oh, scheiße. Kommt der hier rein? Nee, ne? Mal lauschen, ob man ihn hört, aber... Der ist hier. Leute, der ist hier. Scheiße. Riesengroße Scheiße. Riesengroße Scheiße. Geh raus, geh bitte einfach nur raus. Geh doch bitte. Dreh dich um, Dickerchen. Ist alles gut. Dreh dich einfach um und geh.
Oh nein. Oh nein. Der hat mich. Das darf nicht wahr sein. Ich hätte die Tür zu machen sollen. Geh rein. Geh rein. Und mach die zu. Mach die zu. Mach die zu. Ah! Nein, 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 nein. Oh, mach zu. Mach zu. Mach zu. Ich muss da oben hoch. Ja, aber geh hoch. Miles, geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Da kann der nämlich bestimmt nicht hin. Da liegt einer. Wir gucken mal eben. Oh, sorry, dass ich wieder so hektisch bin. Wenn wir hier tatsächlich weiter müssen, dann habe ich jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass ich vielleicht hinten was übersehen habe in den anderen Räumen. Oh Gott. Da geht's auch noch durch. Was ist mit dir da hinten? Okay, hier ist... Sind das Toilettenräume? Ich weiß es nicht. Okay. Ganz ruhig. Maustaste zum Benutzen. Ach du Scheiße, jetzt schiebt er den da raus. Okay, Moment. Moment, Moment. Ich möchte ja auch so viel wie möglich hier mitnehmen. Seien es jetzt Batterien oder Dokumente, Notizen, was auch immer. Deshalb gehen wir nochmal hier durch, gucken, wo wir rauskommen. Ja, es geht auch ohne Licht gerade. Aber 6 Batterien, glaube ich, ist schon ganz in Ordnung, oder? Im Nase kratzen. Was mich nur... Da ist auch eine Akte. Ja, er ist hier auch... Was? Oh, bloß nicht runterfallen, bitte. Aber hier ist schon zu unten, ne? Da ist eine... Ach so. Da ist eine Wand. Okay, boah, Gott sei Dank. So, kurz verschnaufen. Bisschen was lesen. Was war das noch? J. Von Cavigalondo et Murkoff Corporation an C. Eisner, Patient William Hope. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend könnten nur vampirähnliche Falter der Wallrider, den Wallrider töten, die von einem Dämon namens Horerzi ausgespuckt werden. Das wird immer ein bisschen so abstruser und geht so ein bisschen ins Mythologische, wenn man das so sagen kann. Mystery-mäßige, das meinte ich, glaube ich, egal. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen, das kennen wir schon. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Was zur Hölle? Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendetwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen, gerne auch bei einem Glas Wein. Zwicker-Smiley. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Kurt. Hallo Kurt, Gott sei Dank habe ich dich. Du bist mal wieder die Rettung für mich. Kennt ihr noch Hallo Kurt? War ganz nice. Ich wollte jetzt gerade nur mein schlechtes Zwinkern überspielen. Ich bin jemand, ich kann leider nicht zwinkern. Das hätte jetzt richtig cool werden können, aber nein. Ich sehe dann immer aus wie eine Idiotin. Aber gut. So, weiter geht's. Ich plapper schon wieder. Ich höre die Ketten. Ich höre doch ganz genau seine Ketten. Kann es sein, dass wir schon ein bisschen aufs Ende des Spiels zugehen, weil wir jetzt wieder hier in der Haupthalle sind? Sind wir doch, oder? Nur halt im anderen Trakt im Endeffekt. Oh, speichern. Geht die auf? Ja, die würde aufgehen. Ist das? Moment. In der Bibliothek. So, sorry, diesmal muss ich eine kurze Hustenpause machen. Hier in der Bibliothek. Also, nicht in dieser hier. Das war doch dann auf der anderen Seite, oder?
Ich meine ja, aber ich habe keine... Oh oh. Keine guten Erfahrungen mit Bibliotheken gemacht in diesem Spiel. Was soll die Musik? Ich höre doch schon wieder den Wallrider. Irgendwo Akten, irgendwo Batterien, nein. Die können wir nicht öffnen. Warum können wir dann hier hin? Oh, wahrscheinlich, um uns zu gegebener Zeit zu verstecken. Das war doch... Das war die Stelle, wo uns der Typ, also der Dicke, runtergeworfen hat. Ja. Dann sind wir jetzt also echt einfach nur auf der anderen Seite. Was? Yes, I'm supposed to tell you. The key to the House of God is in the theater. Behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Was? Besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Yes, coming! I'm coming! Das Kino? Sie müssen sich den Film ansehen. So. Library Lobby. Okay, Kino, Aufenthaltsraum. Hey. Boah, das ist... Das gefällt mir wirklich nicht, jetzt wieder hier zu sein, muss ich sagen. Hallo. Das ist kein Aufenthaltsraum. Das ist ein Billardraum. Oh, es speichert. Moment. Moment, Moment, wenn wir hier durchkommen. Ach so. Ach, hier ist auch gar nichts. Okay, die Tür können wir auch nicht öffnen. Huch, hallo? Mach mal bitte zu, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Ist das einfach nur Musik im Hintergrund oder spielt da jetzt einer Piano? Radio. Beim Radio sind doch Batterien, oder nicht? Nein. Okay. Viele Versteckmöglichkeiten. Ich glaube, das spielt echt einer Klavier. Das ist nicht einfach nur die Musik. Wieder ein bisschen mit der Kamera laufen und eventuell ein paar Tagebucheinträge bekommen. Na gut, ich glaube, hier muss das jetzt gerade nicht sein. Oh, ich will gar nicht wissen, wer da drin ist. Echt nicht, Leute. Kannst du hier einfach runter, Miles? Geht das? Kannst du hier... Ah, boah, nicht so laut, bitte. Kann ich die... aufmachen. Nein. Okay. Ich dachte vielleicht, da steht Exit. Ich kann nicht rein. Muss mich wieder hier durchquetschen. Da! Ich wusste es. Hi. Boah, gruselig, ey. Gruseliger Typ. Definitiv. Ich bin so froh, dass es hier hell ist überall. Da schon nicht mehr. Gut, hier kann ich nichts machen. Hi. Hallo. Oh, Leute. Was ist das für ein Knarzen? Da hinten, was ist das? Das gefällt mir nicht. Könnte auf jeden Fall das besagte Kino sein, ja. Ach du Scheiße, kann ich hier einfach so runter? Puh. Ich würde mich jetzt echt freuen, wenn gespeichert werden würde. So, was hat er gesagt? Sie müssen sich den Film ansehen. Der Typ hier ist jetzt weg, ne? Und wird mich gleich wahrscheinlich verfolgen, erschrecken und aufs Übelste fertig machen. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico.
clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... a proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Okay. Was ist das? Ich habe mich gerade umgedreht, weil ich schon wieder Angst habe, dass mich hier was anspringt. Ach Gottchen, Leute. Oh Gott, warum? Ich gehe hier aber gerade trotzdem noch mal ein bisschen rum, in der Hoffnung, vielleicht noch Batterien zu finden. Was haben wir hier? Oh, hier geht es dann bestimmt weiter, ne? Blutspur, die könnten wir öffnen. Exit, ich will doch einfach nur raus. Ich will echt einfach nur raus. Okay. Na gut, wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich irgendwie nach oben. Ich finde, die Story hat sich ganz schön, also hat ganz schön Fahrt aufgenommen. Klar. Der Kettentyp. Ich höre doch irgendwo Ketten. Aufmachen. Die Story hat ganz schön Fahrt aufgenommen und sich auch wirklich... Oh nein. Soll ich mit euch wetten, dass hier irgendwo was... You have to find Wernicke. Only way. Und hat sich auch so ziemlich irgendwie gewandelt, finde ich, ne? Von einfach nur, wir gehen in so eine Psychiatrie, weil da irgendwie was vorgefallen ist, hat sich das jetzt schon ganz schön krass geändert. Finde ich gut, gefällt mir. Also mit diesem, ja, mythologischen Wallrider, wer ist er, warum ist er, wie er ist. Leute, ich muss eine Aufnahmepause machen, wirklich. Schon wieder, glaube ich, ein bisschen, ich sollte die Kamera anlassen, ein bisschen überzogen, aber es speichert gerade auch einfach nicht. Wisst ihr, dass das viel zu ruhig ist hier? Da ist eine Batterie. Es ist viel zu ruhig. Es ist viel zu lange nichts mehr passiert. Kommt er mir hinterher? Ganz ehrlich, ne? Also manche Sachen... Der lässt mich nicht durch. Durch. Shit. Und da liegt der Schlüssel. Also manche Sachen, ne, das ist ja wirklich so. Die weiß man einfach oder kann man sich denken, wenn man schon mehrmals Horrorspiele gespielt hat. Kann ich hier entlang? Ja. Ich habe nämlich schon in den Kommentaren mal gelesen, dass jemand geschrieben hat, ich würde mich ja nicht erschrecken, weil ich das alles schon kenne oder mich nicht drauf einlassen. Aber so ist es überhaupt nicht. Ich meine, ihr wisst, und ich lade mal eben nach, kurz, ihr wisst und seht, wie schreckhaft ich bin. Aber es gibt halt einfach Sachen, ich weiß nicht, das weiß man, ne?
Das ist ja jetzt auch nicht das erste Horrorspiel, was ich spiele. Und da kann man sich schon denken, ja, es könnte was passieren. Miles, willst du? Ich bin so ein Trottel. Wie hätte ich da hochkommen sollen? Ich bin gesprungen, ich bin gerannt. Ich darf jetzt alles nochmal machen. Moment, es gibt doch nur... Ja, ich muss da irgendwie hin. So, und ich hoffe, dann wird gespeichert. Ansonsten werde ich die Folge trotzdem einfach so beenden. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Warum passiert das jetzt? Das ist gerade auch nicht passiert. Hatte ich gerade überhaupt die Kamera an? Ich weiß halt nicht. Inwieweit? Leute, ich mache eine Aufnahmepause. Ich muss die Folge sowieso beenden. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.